Ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal zu einer gemütlichen Runde Anno 1800 und weiter geht's mit unserem Krieg. Ja, momentan sieht's so aus, als wenn hier Funkstille herrscht. Ich glaube zwar noch nicht, dass wir hier alle Schiffe weggeschossen haben. Aber wir können ja mal die Häfen kontrollieren. Ich sehe in den Häfen, da hinten kommt nochmal eins. In den Häfen aber auch kein Schiff mehr stehen. Da, ne, da ist ein Pirat hier, ja. Ein Schiff sehe ich jetzt noch auf der Karte von ihr. Was mich natürlich glücklich stimmt, bin ich ja ganz ehrlich, ne. So, hier stehen wir in Angriffsposition zu ihrer Insel. Heißt, sobald wir können, in 3 Minuten, werden wir hier die Insel erstmal komplett einnehmen und werden uns alle Ressourcen und so zu Gemüte führen. Und auch hier sehe ich nicht wirklich Schiffe. Das ist ein Pirat, das ist auch ein Pirat. Im Hafen sehe ich nicht ein Schiff. Ich glaube, hier haben wir auch die Schiffe alle schon so dezimiert, dass... gut, ich könnte hier hinten drüben, weil da habe ich noch nicht aufgedeckt. Da könnte natürlich sein, dass wir hier noch Schiffe haben. Da müssen wir dann nochmal rüberfahren. Die wird noch eine Insel haben, 100%. Also wenn ich die letzte Insel sein, wir können uns darauf einstellen, dass wir noch eine Insel von der vernichten müssen. Aber es läuft. Enbesa haben wir auch gut verteidigt. Hier packe ich auf jeden Fall schon mal alle Sachen in den Hafen, damit der wieder leer ist. Hier haben wir also wirklich auch nichts verloren. Das hier oben, da ist er auch nochmal. Ja, da kreuzt es ein bisschen rum hier. Aber das soll uns erstmal wurscht sein. Das ist A, nicht unsere Insel. Und B, haben wir da kein Problem mit, wenn da noch ein Schiffchen von ihr fährt. Wenn sie sich hier in dem Gebiet auffällt und kommt gar nicht erst zu uns rüber, dann lasse ich sie hier auch erstmal in Ruhe. Aber wir schauen jetzt hier nochmal in der alten Welt. Da, ah, guck an. Da versucht sie sich wieder so rum an uns vorbeizuschleichen. Und von hinten auch. Gut, den holen wir uns sofort. Mit 3. Und die 3 fahren jetzt hier hin und fangen den dann von oben ab. Ah, die kommt aus der Ecke hinten raus jetzt, ne? Müssen wir mal aufpassen. Jungs, ihr solltet aber drehen hier, ne? Wo ist sie? Da oben fährt sie jetzt entlang. Da habe ich wieder gepennt. Oh, was machen die denn hier jetzt mal? Ich habe doch nur 3 Stück darüber geschickt. Und ihr solltet dem eigentlich hinterher. Achtung, Jungs, also. Ehrlich. Laufen Koordinaten an. Ey, nee, ehrlich, das ist doof. Ja, dann schieß doch einfach. Gib dem doch wenigstens noch 3 Salven mit, dann ist er weg. Jungs. Nee, er braucht jetzt nicht hinterherfahren, dann seid ihr wieder in den Kanonentürm. Komm. Dreht ab. Ist doch ein Trauerspiel, ne? Jetzt machen wir das aber so, wir stellen uns hier hin. Mit denen. Dann haben wir 2 Stück abgedeckt. Und die lassen wir hier stehen. Jungs. Wollt ihr jetzt mich verarschen? Ihr sollt hier hinten rüberfahren. Ihr sollt auch nicht... Ach, doch nicht auf den Piraten. Mensch, ehrlich. Sei froh, wir lassen nur selten jemanden am Leben. Mann. Ich hätte dich doch versenkt, Mädchen. Da
das ist echt ein Trauerspiel. Komischerweise, wenn ich mit einem Piraten im Krieg bin, ja, dann gehen die sofort auf das Piratenschiff los. Bei der nicht. Da muss ich selber steuern. So, aber die 3 Minuten dürften rum sein. Glaube ich. Heißt, wir gehen in die neue Welt. Nur 1 Minute. Okay. Ich hoffe, die Punkte reichen, dass ich die Insel platt machen kann. So, wir haben hier auf jeden Fall, die Durchgänge sind zu, ne? Ja. Die Durchgänge sind zu. Das ist, glaube ich, auch eins von ihr da, ne? Was da reingefahren ist. Den Frachter will ich haben. Mehr als alles andere. Jetzt fährt sie hier oben rum. KI ist schon nicht unklug, ne? Also die wechselt ja echt schon schnell die Routen und zieht die Routen anders, je nachdem wie ich stehe. Da muss ich schon sagen, die spielt nicht gerade unklug, die KI. Oder der fährt auch oben rum. Fahren jetzt einmal so um die Insel. Dann werden wir die nämlich oben abfangen. Es sieht fast so aus. Ne? Der stellt den hier rein. Guck mal. Der stellt den da rein. Okay. Muss man das jetzt verstehen? Und der fährt jetzt hier so rum zu der Insel, okay. Muss ich jetzt nicht so wirklich verstehen, warum die das Schiffchen da abstellt, ne? Weil ich könnte jetzt schöner hinfahren und das versenken gehen, ne? Wobei ich bin näher das zu nahe Kanonentürm. Die versucht mich nur dahin zu locken, 100%. So, aber das Minütchen, jetzt sollte das aber rum sein, ne? Oder? 8 Sekunden noch, okay. 8 Sekunden noch, das ist gut. In der Zeit ziehen wir hier schon mal unsere Schiffe direkt in ihren Hafen. So. Warten, bis die ankommen. Und dann sprengen wir direkt die Insel. Und dann sind wir die hier schon mal los. Und wir haben hier auf der Insel... Oh, oh, das ist auch nicht schlecht, die Insel, ne? Tabak, Kakao, Perlen, Tuch und... relativ groß zu bauen, ne? Würde ich sagen. Schade, dass ich die Häuser nicht direkt mit übernehme, ne? Aber die baut eigentlich ganz clever hier, ne? So. Ich guck mal eben nicht, da die Schitte bau. Wunderbar. Rumsti bumsti. So. Das ist meine Insel. Gewesen. Komm ja nicht auf dumme Gedanken. Gewesen, meine Freundin, gewesen. Die Insel eines Konkurrenten wurde eingenommen. Yep. Klar, das muss dir sein. Ja, Willi, tut mir leid, aber... Es tut mir leid, Willi, aber es musste sein. Es musste sein. Das ist ein Pirat. So, jetzt gehört uns der ganze Rummel hier unten. Alle 4 Inseln. So, mal gucken, ob da auch nicht was in den Lagern drin war. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Vorsetzen. Und du sollst doch hier. Beton. Beton ist gut. Den erstmal raus. Den auch erstmal raus. Wo ist denn jetzt der Beton hin? Da haben wir auch noch was. Das kommt auch direkt raus. Schwupp, schwupp, schwupp. Aber wo ist denn der Beton? Da ist der Beton. Ja, das hat sich... Großen Konto haben wir auch. Das hat sich eigentlich schon gelohnt, ne?
Stahl. Wunderbar. Noch mehr Stahl. Wunderbar. Volle Segel. Zigarren. Neue Befehle. Fenster. Noch mehr Fenster? Ja, würde ich sagen, gar nicht schlecht, Herr Specht. Zwei lassen wir hier stehen und mit zweien fahren wir jetzt mal vorsichtig hier ran und decken mal ein bisschen auf. So, da haben wir die da auf jeden Fall auch schon mal aus der Ecke, haben wir sie schon mal raus. Wie gewünscht. Hierhin. Komm, den holen wir uns. Dreht mal schneller. Ihr auch. Schneller sollt ihr drehen. Viel schneller sollt ihr drehen. Gut, die können da hinten stehen bleiben. Die schaffen das nicht mehr. Aber die werden den versenken. Stellen uns direkt so hin, dann kriegt er nämlich direkt zweimal eine Salve. So. Und hier wird stehen geblieben. Nee, nix Geleitschutz. Oh, Himmel. Ihr sollt doch auch stehen bleiben, Jungs. Ach, so lieb ich's. Er muss direkt durch uns durch. Wenn die schneller schießen würden, die Jungs hier, ne? Und die vielleicht auch mal mitschießen würden, ja, dann wäre der schon längst untergegangen. Mama mia, ehrlich. So. Ja, hat aber nicht so viel geladen, ne? Entweder hat sie nicht mehr so viel Ressourcen oder sie ist vorsichtig geworden. Oh Gott, das ist so lahmarschig, ne? Ehrlich. Ihr dreht hier auch schon mal, weil sonst kommt ihr wieder nicht in Wallung. So. Ich hoffe mal, dass hier hat... Ne, der hat nichts zurückgekauft. Die kann auch, glaube ich, nichts mehr zurückkaufen. Die wirtschaftlich haben sie niedergemetzelt jetzt, glaube ich. Aber das war ein herber Verlust für die. So, komm, da kommt noch eine. Positioniert euch mal hier ordentlich. Und wenn es geht, ihr dürft auch ein bisschen schneller machen. Mehr als bereit. Ja, Pelz hatte der an Bord. Komm, den holen wir uns auch. Da kommt auch noch mal einer. Ihr müsst ein bisschen eindrehen, Kinder, da er die schräg abfangt. So, genau. So, ihr dürft auch schießen, ne? Ihr wisst doch ja. Eingekesselt. So, jetzt kommen alle aus vollen, voll aus allen Rohren. Er schießt von da hinten sogar. Guck mal. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Und dieses. Steuermann. Jetzt muss er erst wieder drehen, ja? Weil er da geschickt dran vorbeigefahren ist und das dauert wieder eine Stunde, bis er mal gedreht hat. So. Oh, ich glaube, die bricht ins Essen jetzt. Das hat die sich ganz anders vorgestellt. Kinder. Könnt ihr den mal vielleicht stoppen? Werd ihr so gütig? Dankeschön. Achtung,
Komm, wir müssen die Kriegsbeute einsammeln hier. Haben wir noch irgendwo einen mit Platz? Der hier. Du darfst auch ruhig ein bisschen schneller machen, wenn ich dich dahin befehlige, ne? Er will das wieder nicht einsammeln. Oh, das ist so zum Erbrechen. Also. Ziegel, ne? Ziegel können wir direkt rausschmeißen. Fälle lassen wir mal drin. Das lassen wir auch drin. Das Brot können wir zur Not nochmal raushauen. So, aber wir ziehen uns jetzt erstmal wieder ein bisschen von den Kanonentürmen zurück. Das ist Willi. Zieht euch mal nach hier hin. So. Jetzt müssen wir die neue Welt eben kontrollieren. Da haben wir doch... Hier haben wir nichts aufgedeckt. Gut. Da ist sie nicht mehr. Dann gehen wir mal hier zwischen. Irgendwo muss sie noch sein. Irgendwo muss sie noch sein. So, im Cup ist auch alles in Ordnung. In Weser ist auch alles in Ordnung. Da oben fährt sie rum noch. Naja, gut, okay. Kannst du auch hier zu meiner Insel unten links kommen? Dann schießt sich das Schiff auch noch weg. Was hältst du davon? Omi? Omi, Omi, was hältst du davon? Hm, komm. Ich reiz dich mal noch ein bisschen. Ah, das gefällt mir nicht. Gefällt dir nicht, wenn ich sie beleidige, okay. Wird mir auch nicht gefallen. So, neue Welt. Die kommen da jetzt rum. Alte Welt. Kontrolle. Willi, Willi, Willi. Willi reibt sich jetzt natürlich die Hände, ne? Willi reibt sich hier die Hände, weil Willi ist nämlich, glaube ich, auch mit der im Krieg. Wollte ich da sagen, Willi ist mit der im Krieg. Und der Pirat ist mit der auch im Krieg. Oh, oh, oh. Das hat, sie hat in der neuen Welt echt keine Freunde. Wei, oh, wei, oh, wei. Wei, oh, wei, oh, wei, oh, wei. Ja, ich glaube, hier haben wir es aber auch, ne? Das ist, da ist nichts mehr. Da stoßen wir auf keinen Widerstand mehr. Da hat es noch ein Schiffchen. Ein Dampfer, der, oh, der fährt jetzt. Der fährt jetzt so hier raus. Der kommt so hier rüber und will dahin. Wenn ich jetzt clevererweise meine Schiffe nach hier ziehe, geht nur von den Kanonentürmen weg, Jungs. Also, sonst sind wir gleich direkt wieder Fischfutter. Haihäppchen sozusagen. So, aber den Krieg haben wir gut überstanden. Dann können wir uns dann auch, wenn wir jetzt noch die, in der neuen Welt die zweite Insel, also die andere Insel finden, von der, die hat garantiert noch eine, dann können wir uns getrost... Ganz getrost wieder dem normalen Spiel zuwenden. So, Schätzeken, wo kommst denn du hier raus? Du kommst doch bestimmt hier irgendwo raus, ne? Ich dreh schon mal bei, damit ich dir direkt eine Salve geben kann. Nur nicht zu nah an die Kanonentürme. Wo ist sie denn? Die hat er nicht abgedreht. Die muss im Nebel stecken. Da ist sie. Genau. Komm, ran mit euch. Ran mit euch, ran mit euch, ran mit euch, ran mit euch. Wir müssen die da abfangen. Die, da müssen wir sie versenken. Wenn wir die Beute haben wollen, müssen wir sie... Und der ist voll, der Kahn, so langsam wie der ist. Der ist voll. Formation einnehmen. Komm, Jungs, schießt. Schiff unter Beschuss. Oh, Jungs, jetzt mal ehrlich. Das gibt's doch nicht. Mach doch noch langsamer. Jungs, schießt, der darf nicht durchkommen. Der ist voll beladen. Wir können zwar die Beute nicht ab... Oh, echt jetzt? Formation einnehmen.
Die Beute können wir nicht mehr einsammeln, aber versenken würde ich den gerne, bevor der den Hafen... Ne, können wir knicken. Den versenken wir nicht. Ne, bleibt hier stehen, bleibt hier stehen. Boah, klar, wie ein Omnibus, ne, dreht doch, fahrt... Warum fahrt ihr nicht direkt in den Untergang? Versenkt euch doch selber. Ehrlich. Ist doch jetzt ein Scherz. Das halte ich doch jetzt echt für einen schlechten Scherz hier, Jungs. Ja klar, jetzt kriegen wir das Schiff versenkt wieder durch den Kanonenturm, weil er wieder dreht wie, als wenn es keinen Morgen gibt. Also das mache ich nicht nochmal, ich fahre nicht nochmal so nah an die Kanonentürme ran. Definitiv nicht. Flotte segelt Information. Das ist ja, als wenn, als wenn das Spiel uns ja jetzt natzen will, ne? Ja, klar. Schießt doch direkt von dem Konto zu meinem Konto, wenn das geht. Ja, wir sind hier hingefahren, da hast du nicht geschossen und jetzt ballerst du hier putzmunter durch die Gegend. Den holen wir uns aber. Flotte erwartet Befehle. Diesmal holen wir uns. Der kommt nicht durch. Ich will nicht so laut schreien. So schnell wie die fahren, will ich nicht so laut schreien. Hier hin. Schiff vom Stapel gelaufen. Oh, Jungs, jetzt mal ganz ehrlich. Was macht ihr denn da? Fahrt doch mal... Den fahren wir wieder nicht ab. Doch, doch, das passt. Das passt, das passt, das passt, das passt. Den fahren wir wieder ab. Der ist Haihäppchen, sozusagen. Der ist ein Haihäppchen. So. Jungs. Volle Granate jetzt. Lass dir nicht zu nah rankommen. Ich will ihn versenken. Der ist langsam, der ist voll. Ja, schön, wenn ihr bereit... Ihr sollt nicht bereit sein zu feuern. Ihr sollt feuern. Kinder. Dreht euch doch direkt rein. Was machen die denn da? Das ist ein Graus. So, komm, Bretter können weg, Kohle kann auch weg, davon haben wir genug. Gucken, was der geladen hatte. Bisschen Dynamit. Hm. Dann war der so langsam mit ein bisschen Dynamit. Echt jetzt? Und was ist hier im Wasser? Da kühlt auch wieder einer, den lasse ich da schön durch, weil ich da rüber gefahren bin, ne? Boah, das könnte mich ja echt so anärgern hier, ehrlich. Hab ich dann, ja, das habe ich doch bestimmt vom Bord geschmissen, ne? Logo. Die Scheiße, hab ich vom Bord geschmissen. Achtung, Admiral anwesend. Da kommt gleich einer von oben, Jungs. Dreh mal so rum und dreh bitte nicht andersrum hier. Das wäre fürchterlich nett von dir. Der fährt nämlich oben rum. Oh Junge, dreh doch mal schnell. Mamma mia, mamma mia. Hierhin wieder, in den Durchgang. Lass da keinen durch. So, eben in die neue Welt, gucken, ob wir eine Insel entdeckt haben von ihr. Oh, ehrlich. Wo sind wir jetzt unter Beschuss? Was passiert mir? Schießt er die mal nieder? Das
Das ist ja cool, ne? Ach, die hatte bestimmt, das war bestimmt eine Linie, eine Handelsroute. Der wollte was abholen. Ist dann auf mein Konto gestoßen. Vielleicht hat er sogar ausgeladen. Komm, gib mir den Rest. Echt jetzt? Warum ballern die nicht? Ohne Worte manchmal, ne? Ja, der hatte nichts mehr dabei. Der hatte... Ah, guck mal hier. Guck mal, wen haben wir denn da? Die kaufen wir uns doch auch direkt, ne? Ich weiß, was du ja. Und das kann ich nicht zulassen. Da bleibt dir aber nichts anderes übrig, als dazu zu lassen. Ich will wissen, wo der Hafen ist. Da ist der Hafen. Schön. Die ist zwar nicht groß, aber der Mensch freut sich, ne? So, Jungs, da haben wir die. Mal gucken, ob die noch eine Insel hat. Wir fahren da mal rüber. Das wäre dann die nächste Insel, die wir uns zu Gemüte führen. Und dann sollten wir eigentlich durch sein. Dann haben wir sie aus der neuen Welt verbannt. Erst du, dann die Königin. Na, immer diese leeren Versprechungen. Wo ist denn der? Hat der hier angelegt? Nee, der ist abgehauen. Der ist da hinten rüber gefahren. Hier fährt der jetzt rüber. Dreht dann und fährt hier einmal rum. 100%. Hier rum. Und hier rum und legt dann hier an. Ärgerlich. Aber ich glaube, also jetzt, hier ist zu. Hier ist... Hier haben wir auch nichts zu befürchten. Da gehe ich ganz stark von aus. Wir haben hier immer noch alle Anteile. Wir machen immer noch 6000 plus. Das Spiel läuft natürlich immer noch langsam. Klar, habe ich wieder vergessen. Klar, dass das nicht vorwärts geht. Und ich so Ewigkeiten brauche, bis ich mal was entdecke. Oh, oh. Oh, umdrehen, umdrehen, Jungs, umdrehen, umdrehen. Da sind Schiffe, die wir versenken müssen. Oh, ey, Kleine nimmt aber Reis aus jetzt, ne? Schiff unter Beschuss. Flotte unterwegs. So, versenkt. Komm, nimm Kriegsbeute mit hier. Hat er sich jetzt wieder genau da drauf gestellt? Segel setzen. Logo. 31 Kanonen. Gut, aber wenn die von da kamen, ne? Da müssen wir ehrlich sein, wenn die von da kamen, dann wird garantiert hier hinten noch eine Insel von der sein. Dann hat die noch eine Insel. Das ist er. Da ist sie, da haben wir schon gekauft. Der ist mir abgehauen, der eine hier, ne? Boah, der ist hier hinten rüber. Dann ist der vielleicht rausgefahren, aber die fährt doch nicht mit dem Schoner. Die fährt doch nicht mit dem Schoner, die Sachen. Aber gut, wenn sie keine Schiffe mehr hat, dann bleibt hier nichts anderes übrig, ne? Als mit dem Schoner hier durch die Gegend zu fahren. Wobei, da hinten könnte die noch Inseln haben. Das wird dann natürlich einfach nur unnötig lange rausziehen, sollte die noch eine Insel haben, ne? Weil ich muss ja echt was einfallen lassen mit meinen Einflusspunkten hier. Da ich mich ja momentan um gar nichts kümmere. Wird unsere Bilanz natürlich auch dementsprechend mies aussehen, ne? Die kommt von da, die hat 100%. Die hat 100% da hinten noch eine Insel. So, der fährt jetzt. Wo fährt der denn hin? Ich muss mir meine anderen zwei Schiffe, glaube ich, auch noch holen. Ja, der dreht hier und fährt da in den Hafen, ne? Ja. Ja, 100-centig.
Ja, fahrt doch einfach mal ein bisschen zu, Kinder. Wir haben es doch eilig. So können wir den Krieg nicht gewinnen. So dauert der nur unnötig lange. Und ich müsste mich tatsächlich langsam mal wieder ein bisschen um meine Geschäfte kümmern hier. Komm, wir stellen hier noch einen hin. Dann müssen wir auch erstmal unseren Teil unserer Flotte verkaufen. Gott, wie weit sind denn die Inseln weg? Muss nur aufpassen, nicht so nah an die Küsten kommen. Wenn da jetzt, dann sind da Kanonentürme. Ja, auf jeden Fall. Auf O. Belagerung? Da lektorieren wir erstmal. Natürlich weiß ich, was das Beste ist. Ach, jetzt komm, jetzt habt ihr nicht so 15% mehr Einnahmen, Mensch. Du findest langsam Gefallen daran, nicht wahr? Ja, dich aus dem Spiel zu nehmen, da finde ich Gefallen dran. Da ist auf jeden Fall definitiv keine Bucht, wo die an... Da ist die Bucht, wenn. Die Insel ist frei. Okay, da ist auch nichts. Die gehört keinem. Dann könnte die das noch sein. Da fahren wir aber auch auf die Spitze zu. Sonst haben wir da auch wieder ein Problem. Wenn ich in den Hafen fahre, bin ich Haifischhappen. Aber mich wundert tatsächlich, da hat sie noch eine Insel. Na, da schau her, Frau Stachelbär. Du hast wohl ja vergessen zu fragen. Ich frag niemals. Aber ich werde jetzt hier noch die restlichen Schiffe versenken, sobald die kommen. So, ich glaube, vor der haben wir auch Ruhe. Das heißt, ich könnte die jetzt mal mit hier rüberziehen. Das sind alles Piraten. Da hat sie noch zwei Inseln, aber so viele Punkte haben wir nicht, ne? Ja, die kommen genau da hinten raus, ne? Bis wir jetzt gedreht haben, sind die fort. Vielleicht habe ich ja mal Glück und die... Flotte segelt in Formation. Ne, die sind viel schneller als wir. Da kann ich auch nichts machen. Ich muss ein bisschen mehr eindrehen, wenn. Flotte geht auf Fahrt. Die hole ich mir jetzt einfach von hier. Ich positioniere mich jetzt da. Dann kriegen wir sie auf der nächsten Runde halt. Den holen wir uns schon mal. Und dann stellen wir uns hier hin. Dann haben wir die Routen beide zu. Neue Befehle? So. Ja, mit denen hier stellen wir uns hier hin. So. Dann haben wir beide Routen zu. Das ist Pirat, ne? Nee! Du sollst... Oh, echt ätzend, ey. Ja, ist klar. Jetzt habe ich es wieder abgemanagt hier. Jungs. Wird's wohl gehen? Hier bitte hin. Ja, danke. Gut. So, nochmal in die alte Welt. Ja, ist klar. So ohne Worte, ehrlich. Hier stehen wie viel? 4? 8 Schiffe und die lassen die da einfach so seelenruhig da durchfahren. Wenn er ein Pirat gewesen wäre, dann hätte er den schon wieder... Hätte er den schon wieder mitgenommen. Aber die lassen sie jetzt einfach mal fahren. Wo denn? Von wem denn?
Ah! Noch eine Insel von ihr. Das kostet mich ein Schiff. Na, den kann ich jetzt nicht übernehmen. Ich muss das nach und nach machen. Dann zieht der Krieg sich da noch was hin. Ja, ist schön. Wenn du mal zufahren würdest und aus dem Kanonenfeuer raus, dann würdest du das überleben, mein Freund. Du hast noch lange nicht gewonnen. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich weiß auch nicht, was die schon wieder da wollten. Ich habe die doch hier hingeschickt und die sind wieder in die Insel gefahren. Das ist echt. Das ist echt zum Würgen. Ja, komm du mal an den Rand hier, wenn nötig. Weil wenn du jetzt noch zwei Salven abkriegst, dann ist Sabbat für dich. Volle Segel! Komm mal hier hinten rüber, bitte. Den einen kriegt er alleine hin. So. Oh, die hat eine Menge Inseln hier. Das war wirklich... Also wenn wir die hätten noch jetzt weiter hochkommen lassen, hätten wir den Krieg niemals gewonnen. Also den hätten wir gnadenlos verloren. Wenn wir die noch mehr hätten hochkommen lassen, dann hätten wir den echt gnadenlos verloren. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Ja, schieß mal, Kriegsschiff. Und du stell dich mal quer. Dann kannst du noch eine Salbe mit drauf geben. Also, geht doch. Naja, Zucker. Jetzt nicht so der Brüller, aber... Also, die nächste Insel, die ich machen wollte, war auf jeden Fall... Die oder die, ne? Das ist wurscht, glaube ich. Ich würde aber eher sagen, wir nehmen... Wir gucken uns die Insel mal eben einmal an. Was hat sie denn hier? Hier hat sie nicht wirklich, ne? Das ist ein bisschen... Zuckerrohr, ein bisschen Kakao. Und das hier könnte Kaffee sein. Ne, ein Tuch. Und auf der Insel... Hat sie... Naja, auch nicht mehr so viel, ne? Auch ein bisschen Tuch... Zuckerrohr. Die Stimmung ist gut in meinem Tabak. Und bei dir, Schätzchen? Bei mir läuft alles. Bei mir läuft alles wie geplant. Baumwolle, Tabak. Ich glaube, dann ist die hier interessanter, ne? Zucker. Mais. Ja, wobei, die hat ja schon... Rum hat sie... Noch auf beiden Inseln, das ist halt ärgerlich, ne? Rum hat die echt... Ne, hier macht sie, hier kann sie keinen Rum machen. Hier kann sie keinen Rum machen. Hier macht sie nur Tabak und Baumwolle. Und Kautschuk, okay. Ich glaube, die hier ist interessanter als die andere. Und auf der hier macht sie... Rum. Hier ist natürlich ihre Rumgeschichte, ne? Damit beliefert die sich noch. Wobei, wir hungern die einfach aus. Das ist, wenn wir die Routen hier abgefangen kriegen und die Schiffe nicht mehr durchkommen, Schiff unter Beschuss. Dann hat sich die Nummer... Ja, klar, Jungs, erstmal ehrlich. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Wo sind meine anderen Schiffe jetzt alle hin? Der lässt den da auch wieder schön durchkommen, ne? Zu ihr. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Wo willst denn du hin? Mach den doch erstmal mit kaputt hier. Echt jetzt? Das gibt's doch nicht, oder? Achtung!
Admiral anwesend. Oh, Junge, stell dich mal hier hinten. Park mal hier hinten in der Bucht. Komm. Park du mal da in der Bucht. Du bist ja schon, du gehst ja schon unter, wenn man dich anguckt. So, wo sind denn meine ganzen? Da habe ich auch noch welche stehen, ne? Da habe ich 4 stehen, die mal den Durchgang zumachen. Da habe ich. Die Ecke müsste eigentlich doch abgesichert sein. Warum kommt die immer noch da durch? Ist doch echt widerlich. Weil ich bin so langsam voll, ne? Achtung, Admiral anwesend. Okay, warum du jetzt da in der Ecke stehst, ist... Du erholst dich da hinten in der Ecke, das ist gut. Aber du könntest schon mal drehen hier, weil in die Felsen fahren ist Käse hinterher, Jung. So, genau, stell dich mal da hin. So, und da bleibst du stehen. Der eine steht in die Richtung, der andere in die Richtung, das ist gut. Da kommt er. Komm, da kommt einer. Ne, bleibt da. Bleibt da, ich hab mich vertan. Bleibt da. Stellt euch mal hier hin. Macht mal hier den Gang zu. Das Haus Harlow hat keine Verwendung für dich. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Schon wieder 41 Minuten. Aber jetzt so, das ist jetzt, glaube ich, das letzte Aufbäumen vor dem Fall. Was mich ehrlich wundert, ist, dass die uns nicht angreift. Oh, jetzt fahren die da raus und die kommt wieder zurück. Ich werde irre. Die kriege ich doch nicht. Oh, Papa, das? Der weiß nicht, wo er hin soll. Der weiß nicht, wo er hin soll, der Arme. Nee, Willi, tut mir leid. Ich glaube, dass durchaus, dass du... der ist leer, ne? Deshalb ist er so schnell. Ja, Junge, jetzt mach doch zu, ehrlich. Kriegen wir die noch? Das wäre so wünschenswert, ne? Komm, komm, komm. Versenk den Frachter. Ja, das passt. Das passt, das passt, das passt. Und Haifischfutter. Ich glaube, wunderbar. Ja, das glaube ich auch. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Kriege ich den oder riskiere? Ne, komm, der ist eh voll. Der ist voll. Der könnte noch. Wir könnten das riskieren, aber ich weiß jetzt, der versenkt uns. 100-zentig. Der Kanonenturm wird uns versenken. Das ist er nicht. Da ist er auch nicht mehr. Ich habe aber auch keine Schiffe, das ist halt das super Ärgerliche an der ganzen Geschichte. Ich habe auch nur 6 Einflusspunkte nur noch. Och, Menno. Ich kann aber jetzt noch nicht... Oh, Schokolade. Schokolade ist gut. Der kam aus der neuen Welt. Da habe ich da auf jeden Fall auch schon mal wieder einen unterbrochen. So, apropos neue Welt. Neue Welt. Pirat. Kein Schiff mehr. Das ist ein Pirat. Kein Schiff mehr. Das ist ein Pirat. Nee, nee. Hier schleicht jetzt gerade mal nichts mehr rum an Schiffen. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut sogar. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich, wir haben
wenn wir jetzt richtig Glück haben und ich hatte die Lager noch nicht so voll, haben wir eigentlich geschafft, dass die, ne, die hat noch funktioniert. Noch ist alles aufgewertet. Was hat sie denn hier sogar schon gebaut? Eine Bank. Ich meine, ich könnte die Insel ja jetzt weg platt machen. Dann ist die Hauptinsel weg. Dann hat sie nur die kleinen Inseln. Und auf denen dreht sich nicht so viel, ne? Das wird ihr natürlich wehtun. Uns aber auch, weil wir natürlich eine Menge. Und wir haben sie wieder einen durchgelassen. Ja? Fährt jetzt von da nach da. Und hier hat sie auch noch ein bisschen. Aber ist jetzt auch nicht die Welt, ne? Eisen. Produziert sie hier. Sie, clever ist es ja, die hat sich schön breit gefächert, ne? Eisen. Ja, aber drei Eisenminen und dann so viel Eisen macht hier. Ah, Kanonen. Guck an, hier macht sie ihre Kanonen. Da sehen wir irgendwie wieder. War ein Pirat. Ich wollte gerade schon wieder sagen. Da kommt sie mir schon wieder. Aber es ist nur ein Pirat. Die nehmen uns dann auch noch irgendwann zur Brust. Oder die schwenken um und verbinden sich mit uns. Wenn sie clever sind, machen sie das so. Da kommt einer. Ihr fahrt mal hier rein, bitte. Naja, der hält da im Hafen. Dann könnt ihr hier stehen bleiben, Jungs. Ja. Dann könnt ihr hier stehen bleiben. Was macht sie mit dem? Den schickt sie weg, ne? Den schickt sie weg. Aber wo schickt die den hin? In die neue Welt? Möglicherweise. Jetzt habe ich meine Schiffe da aus der Ecke weggezogen. Und dann kommt sie doch von da, ne? Ich versuche das jetzt mit einem. Wenn Frachter kommt, habe ich da zwar keine Sonne, aber wenn ein kleiner kommt, der wird den versenken. Zum Beispiel den Frachter da, den kriegen wir. Mit viel Glück. Der fährt denn, wo, da kommt noch einer. Ja, hier müssen wir, die müssen wir unterbrechen, die Route. Der fährt dann da hinten rüber, ne? Würde ich sagen. Ja. Der fährt da hinten rüber. So, was ist eigentlich mit meinem einen kleinen Schifflein, weil ich hier abgestellt hatte? An der war drüben auf der Insel, ne? Ja. So, ihr macht da mal die Ecke zu. Der fährt jetzt. Ja, wo fährt denn der hin? Aha. Genau, helf uns mal. Schießen wir ordentlich mit auf die drauf hier. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. So. Achtung, Admiral anwesend. Komm, der schafft das alleine hier. Dreh doch, ach Junge, ehrlich jetzt. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst.
Komm noch mal in Wallung. Mehr als bereit. Fahre doch hinterher, ich muss doch was sehen können, Mensch. Kanonen, oh, da war auch eine schöne Kriegsbeute. Aber dreh mal noch ein bisschen mehr ein hier. So. Stopp, da kannst du stoppen. Ja, die haut uns da ab da hinten. Die haut uns doch ab dahin. Ah, er hat sie versenkt. Feiner Pirat, guter Pirat. Hab ich jetzt gerade noch einen Bums gehört hier? Ah, noch ein versenkt. So ist schick. Aber keine Kriegsbeute drin, doch. Ich wollte gerade sagen. Steuermann. Den kann ich nie aufnehmen. Ja, das ist bestimmt Öl, aber das kann doch nicht sein. Wenn das ein Item ist, war das ein Ölfrachter. Ne, Pilz. Warum kann ich den nicht aufnehmen hier? Da treibt gut. Admiral anwesend. Kann er mir nicht sagen, ne? So. Ah, jetzt haben wir es aber ordentlich ausgedünnt hier. Ich glaube, jetzt haben wir sie. Ich glaube, jetzt haben wir sie. Aber mit 6 Punkten brauche ich nicht dran, drüber nachzudenken, ob ich Anteile kaufen kann. Ne? 10 brauche ich dafür. 10 brauche ich dafür. Gut, aber hier ist jetzt auch erstmal Ruhe, würde ich sagen. Ne? Da kommt ein Frachter, der fährt jetzt. Der fährt raus, ne? Ne, der fährt nicht raus. Der fährt hier hinten rüber. Guck. Der fährt hier hinten rüber. Dann fährt der hier oben zu der Insel. Unten rum. Das heißt, ich müsste hier mal den Durchgang auch zumachen. Dann ist der letzte Frachter von der auch weg. Oder sie kommt hier durch. Das wäre natürlich noch besser. Dann würde ich sie mir jetzt hier schnappen. Ihre Zustimmung. Ja, komm, 6000. Ich will keinen Krieg. Ja, du versenkst mir die, du bist ein Guter. So, da kommt der Frachter. Der kommt genau in unsere Richtung. Wenn die jetzt alle schnell genug sind, dann ist der Frachter auch Geschichte. So, und du drehst bitte auch direkt schon mal rum. Stopp, 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 stopp. So, wo bleibt der andere? Der kommt da. Du gehst so hier ran. Da, wunderbar. Da haben wir abgefangen. Perfekt, komm. Komm, dreh schon mal ein, dreh schon mal ein, dreh schon mal ein, Junge. Der ist zu schnell. Und die stellen sich zu dämlich an hier. Okay, das vergessen wir mal wieder ganz schnell, ne? Achtung, Admiral anwesend. Zu den Kanonentürmen fahren wir nicht. Ihr bleibt hier stehen. Ich habe dich aber nicht so hier hingestellt, Junge. Du solltest schräg hier rüberfahren. So. Genau. So, wunderbar. Liebe Leute, ich würde aber sagen, 54 Minuten. Wir machen Schluss für diese Folge. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Dann rotten wir sie komplett aus. Ich hoffe, Zeitung kommt dann auch. Ich werde dann mal eine Runde, glaube ich, gar nichts machen, damit wir die Inseln übernehmen können.
Und ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag, schönen Abend und einen schönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr die Folge gesehen habt. Bleibt mir gesund und auch gewogen. Euer Dexter. Bye, bye.